Ja, mein Name ist Darius, ich bin 23 Jahre alt und habe das Tourette-Syndrom, seitdem ich 9 Jahre alt bin und auf der Straße gelebt für 3 Jahre und lebe mitten in Deutschland. Scheibe eingeschlagen, Schlagstock und dann da drin gepennt, irgendwann wirst du kriminell, das bleibt gar nicht aus. Messer in den Schädel geschlagen, habe auch schon mal eine Vergewaltigung von meinen Augen gehabt, Polizei zu Hause stehen gehabt, das Ordnungsamt schon bestimmt 3-4 Mal. Boah, morgen wieder einen halben Kasten in den Kopf rein. So das eigene Kind auf der Straße leben lassen, das ist schon ziemlich ekelhaft. Seit wann leidest du an deiner Krankheit? Seitdem ich ungefähr so mit 9 fing das ungefähr an. Also es fing so unterschwellig an, so mit durch die Gegend spucken fing das eigentlich so an. Wurde das immer heftiger, ne? So Schreiticks auch die ganze Nacht irgendwie, bis Stimmbandlähmung da war und alles. Ne? Und dann war eigentlich schon klar so, der Junge muss mal zum Psychiater, wir überprüfen den mal. Da kam das dann hinterher auch mal raus. Ne? Bei manchen geht es schnell wieder weg, bei manchen bleibt es auch für die Lebenszeit. Wie und warum bist du auf der Straße gelandet? Das war so mit 19, so 18, halb 19 war es ungefähr gewesen. So, da hatte ich so eine Maßnahme vom Arbeitsamt, weil ich mit 18, ja, gebe ich auch offen zu, da war ich nicht so weit, dass ich irgendwie sagen würde, ich würde jetzt eine Ausbildung packen oder ich würde jetzt jeden Tag so aufstehen. So, da war ich noch nicht so weit im Kopf einfach. Ich hatte Tabletten, ich glaube Ritalin, Risperidon, Stratera, also einmal die ganze Palette durch, was man jemandem geben kann. So, und in der Maßnahme war ich halt gewesen. Ich wollte halt Tabletten vom Psychiater, damit ich halt wieder so ein bisschen einfach so werde wie früher. Er sagt, nee, mache ich nicht. Ja, dann Brief vom Arbeitsamt, ja, Sie müssen jetzt die Maßnahmen verlassen. Dann habe ich auf der Straße gestanden. Dann war vorbei. Hast du Hilfe vom Staat erhalten? Ja, ich habe natürlich auch immer gefragt, ob am Jugendamt so, könnt ihr mir helfen, so, seid ihr für mich zuständig? Nein, Arbeitsamt. Arbeitsamt sagt nein, Jugendamt. Du wirst immer hin und her geschoben. So. Du wirst immer hin und her geschoben. Geh mal dahin, nee, geh mal dahin. Nee, der, nee, und dann der. Im Endeffekt, wenn du kein Geld hast, ne, wenn du nichts hast, irgendwann wirst du kriminell. Das bleibt gar nicht aus. Dass das im Endeffekt nicht richtig war, ist mir klar. Aber in dem Moment ist es dir völlig egal, wem du da Schaden zufügst. Wie kriminell warst du? Kleine Delikte halt, man klaut irgendwo. Ich habe auch schon mit jemandem zusammengeschlagen, damit ich viel Geld hatte, so für was zu essen. Ne? Nicht, weil ich dem was Böses wollte, sondern weil ich einfach so 3 Tage nichts gegessen habe. Dann 3 Tage nichts essen, nichts trinken, da wirst du zum Tier, da denkst du nicht mehr nach. Da wirst du zum Tier. Gab es Selbstverletzungen durch deine Ticks? Zum Beispiel mal so ein Krampf, wo ich mir die Faust in die Rippenbögen gehämmert habe, wo da eine Rippe angeknackst war oder was ähnliches. Blutergüsse am Brustbein oben, einen lockeren Zahn im Gesicht. Der untere hier, der ist auch mit der Schiene hinten fixiert. Jede neue Situation, die irgendwie kommt, so, wo du denkst, ich muss jetzt darauf einstellen, das macht viel schlimmer. Ich hatte schon mehrfach die Polizei zu Hause stehen gehabt, das Ordnungsamt schon bestimmt 3-4 Mal, die Polizei, auch vom Gericht Unterlassungsschreiben, soll mein Fenster doch bitte ab 10 Uhr schließen, weil die Nachbarn nicht schlafen können, habe ich dann auch alles in den Müll geworfen. So, manches habe ich mir aufgehoben, manches habe ich in den Müll geschmissen. Wo hast du geschlafen? Also es kommt drauf an. Ich habe in Dortmund ein Jahr verbracht, da habe ich in der Notschlafstelle in Dortmund geschlafen. Grüße gehen raus, wenn Sie das sehen. Die kenne ich wahrscheinlich noch. Ja, und da war es halt so, da ich über 18 war, und das war ja auch für Leute unter 18, das heißt, wenn wir jetzt mit 18-Jährigen belegt waren, die über 18 waren, also volljährig sind, da kam jetzt einer rein, der ist 15, wurde halt gezogen, okay, wer muss gehen, damit er hier schlafen kann. Und ich war auch schon ein paar Mal dran gewesen. Dann hast halt deine Klamotten, deinen Bundeswehrrucksack und guckst halt, dass du irgendwo schlafen kannst. Also meistens waren das Parkhäuser zum Beispiel, auch an der Uni in Dortmund, die Scheibe eingeschlagen, mit Schlagstock und dann da drin gepennt, da wo möglichst keine Alarmanlage war, damit halt keiner die Polizei informiert, dass da jetzt einer drin ist. Sowas oder auch im Park geschlafen oder möglichst da, wo du möglichst nicht gesehen werden kannst, ne, weil du weißt, morgen kannst letzte Nacht haben, ne, so, dass du da irgendwie abgestochen wirst oder kann alles passieren, muss man mit rechnen. Und viele haben auch zu Alkohol gegriffen, wo ich mir gesagt habe, komm, trink ein Bier. Nee, ich trinke kein Bier. So, wenn du mit einem Bier anfängst, merkst, boah, entspannt, alles wird gut, dann willst du immer mehr, weil das einfach denkst, boah, morgen wieder einen halben Kasten in den Kopf rein, damit du einfach so merkst, damit du es einfach ausblenden kannst. Da du irgendwann immer mehr brauchst, wird das zu einem Kreislauf. Und auch schon Leute gesehen, die haben sich die Messer in den Schädel geschlagen. Hab auch schon mal eine Vergewaltigung von meinen Augen gehabt. Alles schon gesehen, alles schon da gewesen. Warum gibt es so viel Leid auf der Straße? Weil jeder im Endeffekt nur auf sich fokussiert ist. So, es geht nicht um den anderen, der andere ist dir völlig egal. So, auf der Straße findest du keine Freunde. Vielleicht Leute, die mit dir das Leid haben, aber keine Freunde. Also Vertrauen ist bei mir ganz schwierig. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da hat meine Mutter mich angerufen, hat dann gesagt, ja, die Polizei ist hier, die wollen wissen, wo du bist. Und so, was wollen die denn jetzt von mir? Damals war die Polizei nicht mein Freund, damals, ne, heute schon. Ne, dann hat meine Mutter auch irgendwie denen gesagt, wo ich bin, was ich als Verrat empfinde. Von meiner Familie bin ich auch immer noch schwer enttäuscht, ganz schwer.
Das werfe ich ihnen immer noch vor. So das eigene Kind auf der Straße leben lassen, das ist schon ziemlich ekelhaft. Spürst du deine Ticks? Also den Tick an sich, den merkt man selber. Man merkt den kurz, dass er da war, aber man vergisst, dass er da war. Also man merkt das, man kennt das gar nicht wirklich selber mit. So ein Druck, so wie so ein muss jetzt raus. Das kann man nicht immer beschreiben, wenn man sich selber nicht hat. Aber im Endeffekt wie so eine Bierflasche auf einer heißen Herdplatte. Helfen dir Medikamente? Alles Mögliche schon genommen, ne? Ganz fiese Mittel, mein Kopf nach oben, mein Bein nach da, mein Kiefer nach oben, mein Arm nach hinten. Ganz fiese Nummer. Ich habe alles, was ich hätte kriegen können, habe ich schon bekommen. Man kann mit Tabletten, bei denen es wirkt, vielleicht 40% reduzieren. Mehr ist nicht drin. Es gibt welche, die rauchen Marihuana, das sind aber die wenigsten, die darauf noch klarkommen. Ich kriege davon Panikattacken, das ist ganz unangenehm, schmeckt auch furchtbar. Aber ansonsten gibt es halt nichts, was man... Es gibt noch eine Hirn-OP, die würde ich aber auch bei mir machen lassen, wenn es gar nicht besser wird. Das ist der letzte Schritt, den man gehen kann. Sonst hat man nichts mehr, was man machen kann. Ist Tourette mit der Liebe vereinbar? Also ich gehe damit offen um. Wenn ich Frauen kennenlerne, sage ich, dass ich habe Tourette. Oh, Problem damit, dann musst du bitte weitergehen. Man hat es beim Dating mit Tourette aber auch nicht einfach. So, ich habe aber nur 100%ige Vererbbarkeit. Das heißt, ich würde es sofort weitergeben. Und das möchte ich halt nicht. Und dann hat man es auch, wenn man halt keine eigenen Kinder möchte, nochmal doppelt schwer. Weil viele Frauen dieses Kinder wollen, kann ich ja verstehen. Irgendwo ist ja auch völlig menschlich, ist auch völlig verständlich. Aber wenn man sagt, ich möchte keine eigenen Kinder, dann ist man schon meistens raus. Tickst du auch beim Sex? Nein, gar nicht. Es ist so, Sex ist Wellness und Sport, ja. Und beides macht ruhig. Also so währenddessen auf gar keinen Fall. So danach, wenn die Entspannung im Hirn nachlässt, dann geht das wieder durch. Weil es sagt, mir ist langweilig, komm, mach was. Dann geht das erst wieder, aber vorher, nein, mittendrin auch nicht, nein. Hast du schon Pläne für die Zukunft? Auf jeden Fall mal Abitur schaffen, soweit ich es kann. Mal gucken wir mal. Ich kann Mathe immer noch nicht, ich bin immer noch ein Loser in Mathe. Aber guck mal, wo es hingeht, ne? Auf jeden Fall so, auch mich mit dem Tourette umbehandeln zu lassen, vielleicht diese OP damit durchführen zu lassen, damit ich vielleicht irgendwie mal Lebensqualität zurückzugewinnen. So, das ist so mein Ziel. Nette Frau finden vielleicht, gucken wir mal. Ne? Ich setze mir eigentlich keine Ziele, weil da steckt das Fehl und ich ärgere mich dann. Was sind deine Tipps gegen Obdachlosigkeit? Auf Hilfe eingehen, auch um Hilfe fragen, ist keine Schande. Ja, auch so Notfallstellen in Anspruch nehmen, auch Streetworker in Anspruch nehmen, ist keine Schande, habe ich auch gemacht. Ne, so, man muss nur den Willen haben. Wenn man den Willen nicht hat, dann wird das nichts. Also wenn man den Kopf immer oben lässt und den Willen vor Augen hat, dass man merkt, so, okay, der Mann fährt einen Porsche, wenn ich will, kann ich das auch irgendwann. Das muss man vor sich vor Augen halten. Und niemals irgendwie mit Alkohol oder Drogen anfangen, niemals im Leben.